Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem Donnerstagabend im Museum. Mein Name ist Daniel Uchtmann, ich bin Kunsthistoriker und Kunstvermittler und freue mich, Sie jetzt gerade live hier aus dem Kunsthistorischen Museum begrüßen zu dürfen zu unserem heutigen Online-Vortrag. Und Sie sehen bereits auch im Bild meine sehr geschätzte Kollegin Monika Löscher, die heute aus ihrem Bereich, nämlich der Provenienzforschung, zu uns sprechen wird. Und ich glaube, es ist schon das dritte Mal, dass wir in diesem Rahmen hier die Erkenntnisse nach außen tragen dürfen. Und darüber freuen wir uns sehr. Wenn ich sage, meine Kollegin Monika Löscher, ist dies zwar wahr, was unsere persönliche Beziehung anbelangt, aber rein faktisch stimmt das nicht so ganz. Sie arbeitet zwar im Kunsthistorischen Museum, auch für quasi die Erforschung der Bestände des Kunsthistorischen Museums, aber in Wirklichkeit arbeitet sie für die Kommission der Provenienzforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, Sport und öffentliches Recht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das heißt, damit wird auch zum Ausdruck gebracht, dass sie bei ihren Forschungen sozusagen nicht in ein Problem bekommt, so eine zu große Nähe zum Museum zu haben. Aber liebe Monika, vielleicht kannst du das gleich selbst noch kurz erläutern, wie dieses Verhältnis ist. Ich darf dich kurz vorstellen. Dr. Monika Löscher studierte Geschichte und Romanistik an der Universität Wien und von 1998 bis 2000 war sie freie Mitarbeiterin der Kommission für Provenienzforschung am Museum für Völkerkunde in Wien, wie es damals noch hieß, das heutige Weltmuseum Wien. Von 2000 bis 2003 war sie Referentin beim Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus. Nach mehreren Forschungsprojekten ist Monika Löscher seit 2009 im Auftrag der Kommission für Provenienzforschung im Kunsthistorischen Museum tätig. Und wie gesagt, sie ist damit dem Bundesministerium unterstellt und nicht der Museumsleitung. Monika Löscher ist auch Gründungsmitglied des Arbeitskreises Provenienzforschung e.V. und sie wird uns heute zu einigen neuen Erkenntnissen etwas berichten. Und Monika, ich darf jetzt auch schon das Wort an dich übergeben. Vielen Dank schon jetzt für deinen Vortrag. Ja, danke, Daniel. Also ich weiß noch, letztes Jahr hast du mich vorgestellt mit den Worten, dass wir eigentlich gar keine Kollegen seien. Das hat mich letztes Jahr ein bisschen irritiert, aber das ist jetzt schon besser geglückt. Ja, danke für die Einladung. Danke für die Möglichkeit, über die Provenienzforschung reden zu können. Ich habe überlegt, dass ich jetzt den aktuellsten Fall vorstelle, wo wir ein Dossier hatten, was jetzt bei der letzten Kunstrückgabesitzung oder bei der Sitzung des Kunstrückgabebeirates vorgelegt wurde. Da geht es um einen Katalog der Sammlung Nathaniel Rothschild, der 1938 im Zuge der Beschlagnahmungen an das Museum gekommen ist. Und ich habe auch gedacht, wir machen jetzt dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Es war nämlich gestern der vierte internationale Tag der Provenienzforschung, ausgerichtet vom Arbeitskreis für Provenienzforschung. Den Arbeitskreis gibt es jetzt seit 2000 als Verein organisiert, seit 2014 und zum vierten Mal, dass es diesen Tag der Provenienzforschung gibt, wo es darum geht, auch auf diese Arbeit aufmerksam zu machen, um zu zeigen, wer wir eigentlich sind, was wir tun, was unsere Ziele sind. Und ich habe gedacht, ich mache heute zwei Teile, dass ich allgemein spreche über das Kunstrückgabegesetz, das wir haben in Österreich, wie es zur Gründung der Kommission gekommen ist. Und im zweiten Teil werde ich mich dann ausführlich mit den Kunstsammlungen der Familie Rothschild auseinandersetzen und dann erklären, wie dieser Katalog an uns ans Haus gekommen ist. Also es geht heute um einen Katalog über die Kunstsammlung von Nathaniel Rothschild. Ein Dossier darüber wurde bei der letzten Sitzung des Kunstrückgabebeirates am 30. März vorgelegt. Und davor möchte ich aber, wie gesagt, zur Geschichte der Kommission und warum wir in Österreich als einziges Land ein Kunstrückgabegesetz haben, erklären. Und zwar fing es 1997 an mit dieser Egon Schiele-Ausstellung in New York aus den Beständen des Privatsammlers Rudolf Leopold. Und gegen Ende der Ausstellung, am 24. Dezember, erschien dann ein Artikel in der New York Times von der Judith Dobrzynski. Und sie sprach davon, dass einige Bilder eine schwierige Vergangenheit hätten. Die stammten aus ehemals prominenten jüdischen Sammlungen und man sollte sich doch den Eigentümerwechsel
während der NS-Zeit und danach doch genauer anschauen. Und als Konsequenz wurden dann zwei Bilder aus dieser Sammlung von Rudolf Leopold beschlagnahmt als Diebesgut, nämlich Bildnis Walli und die Tote Stadt 3. Und in Österreich hat sich dann auch gleich die Presse dieses Themas angenommen. Es ist da die Kunstraub-Serie im Standard zu nennen von Thomas Trenkler und Hubertus Czernin. Und die haben vor allem das Thema aufgenommen der zwangsweisen Widmungen nach 1945. Das heißt, die Familien bekamen zwar ihre Sammlungen zurück nach 1945, die wurden restituiert, konnten aber darüber nicht frei verfügen, weil man hat mit diesem Ausfuhrverbotsgesetz argumentiert von 1918. Also es gab ein Verbot der Ausfuhr von Gegenständen von künstlerischer, historischer Bedeutung. Und das heißt, dass diese Familien dann einen Teil ihrer Sammlung widmen mussten, zwangsweise widmen mussten, um zumindest einen Teil ihrer Sammlung ausführen zu können. Und Hubertus Czernin, Thomas Trenkler haben auch dann sehr früh darüber publiziert. Das sind die ersten Bücher, die im Molden Verlag noch erschienen sind, noch im Jahr 1999. Thomas Trenkler über den Fall Rothschild, Czernin über den Fall Torsch und dann schon ab dem dritten Band im Czernin Verlag, also in dem Verlag, den Hubertus Czernin dann gegründet hat. Und auch für österreichische Verhältnisse hat die Politik schnell reagiert und es gab dann im März 1998 wurde die Kommission für Provenienzforschung eingesetzt, beziehungsweise fand am Freitag, 13. März 1998, das erste Treffen der Kommissionsmitglieder statt im Ahnensaal des Bundesdenkmalamtes. Und davor gab es schon ein Rundschreiben von der damaligen Ministerin Elisabeth Gehr an die Bundesmuseen mit der Bitte, doch eine Person zu benennen, die für diesen ganzen Themenkomplex der sogenannten Arisierung, Widmungen, Restitution zuständig ist. Im Dezember 1998 gab es dann die Washington Conference on Holocaust Era Assets. In der Schlusserklärung verpflichteten sich die teilnehmenden Staaten, darunter auch Österreich, zu umfassenden Maßnahmen und es wurden insgesamt 11 Richtlinien erfasst. Und worum geht es bei diesen Richtlinien? Es geht unter anderem mal darum, überhaupt Beschlagnahmte oder diese Nazi-Confiscated Art zu identifizieren. Es geht um Öffnung der Archive, es geht um Veröffentlichung der Forschungsergebnisse und es geht um das Auffinden von Erbinnen oder den rechtmäßigen Nachfolgerinnen und um dieses viel zitierte faire und gerechte Lösung. Die kann ganz unterschiedlich ausschauen, das muss nicht eine Restitution sein, das kann ein Vergleich sein, ein Rückkauf, wie auch immer. Für Österreich wichtiger war jedoch das Bundesgesetz, das dann ein oder zwei Tage später erlassen wurde, 1998 im Dezember, das Bundesgesetz über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen. Es gab dann 2009 eine Novellierung. Und das heißt, es waren von Anfang an eben die Bundesmuseen involviert. Also es ging da um die Restitution von Objekten, die im Zuge oder als Folge der NS-Herrschaft an das Bundesmuseum gekommen sind, dass man diese Objekte zurückgibt. Es waren von Anfang an in Österreich nicht nur Kunstmuseen, das ist vielleicht auch der Unterschied zu Deutschland, sondern mit dem Technischen Museum, mit dem Naturhistorischen Museum auch ganz andere und ganz unterschiedliche Sammlungen und Objekte. Ja, und dann gehen wir weiter. Auch es gibt eben eine Kommissionsleitung. Die Kommission ist angesiedelt, wie du schon gesagt hast, im BMKÖS, also beim Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport. Es gibt ein Referat mit dem Titel Kunstrückgabe und Gedenkkultur. Die administrative Leiterin der Kommission ist Dr. Pia Schönberger und es gibt eine wissenschaftliche Koordinatorin, Dr. Birgit Kirchmeier. Es gibt dann die Mitglieder der Kommission, die zum Teil, also die Mitglieder sind dann im Büro der Kommission, die auch das Archiv des Bundesdenkmalamtes betreuen und dann die einzelnen Provenienzforscherinnen in den Bundesmuseen und Sammlungen. Wir arbeiten systematisch und proaktiv, das heißt, dass wir
alle Erwerbungen durchgehen von 1933 bis zum heutigen Tag. Wir machen auch keinen Unterschied, was jetzt einen materiellen Wert betrifft. Also wir schauen uns wirklich ausnahmslos alle Erwerbungen an, proaktiv, weil wir von uns aus aktiv werden und nicht dann auf einen Anwalt warten. Und im Falle, dass wir es mit einer bedenklichen Erwerbung zu tun haben, wird dann ein Dossier erstellt, das dem Kunstrückgabebeirat vorgelegt wird, der mehrmals im Jahr tagt. Der besteht aus verschiedenen Vertretern der Ministerien und Experten auch aus dem Feld der Geschichte und der Kunstgeschichte. Und der Beirat spricht dann eine Empfehlung aus für oder gegen eine Rückgabe. In weiterer Folge ist dann auch die Kultusgemeinde involviert, nämlich was die Erbensuche betrifft. Damit haben wir als Provenienzforscher nichts mehr zu tun. Das heißt, auch mit dem Zeitpunkt, wo wir ein Dossier abgeben und es dann vom Beirat ist, haben wir dann keine Aufgabe mehr. Ja, hier ein kurzer Überblick, was alles seit 1998 im Kunsthistorischen Museum passiert ist. Also ich selbst bin ja seit 2009 hier, war zunächst mit meiner Kollegin Susanne Hehnberger, die dann 2016 ins Archiv gewechselt hat. Seit 1998 wurden rund 39 Dossiers vorgelegt und 1018 Objekte zurückgegeben nach dem Kunstrückgabegesetz. Das betrifft die Antikensammlung mit 170 Objekten. Darunter waren allerdings auch sehr viele Grabungsfunde. Also das sind jetzt auch so, ja, nicht nur jetzt große geschlossene Sammlungen. Aus der Gemäldegalerie 22 Bilder, aus der Hofjagd- und Rüstkammer 36 Objekte, aus der Kunstkammer 44 Objekte, aus dem Münzkabinett 669 Münzen, aus der Sammlung alter Musikinstrumente 13 Instrumente, aus der Bibliothek 63 Bücher und jetzt ganz aktuell betreffend das Archiv ein Objekt, nämlich diesen Katalog von Nathaniel Rothschild. Ja, so schaut dieser Katalog aus. Und zwar hat mich meine Kollegin Susanne Hehnberger darauf aufmerksam gemacht, im Zuge der Vorbereitungen der Rothschild-Ausstellung im Jüdischen Museum in Wien. Übrigens eine ganz große Empfehlung, wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Also wirklich eine sehr, sehr gut gemachte Ausstellung. Und wir haben zunächst nur gewusst, dass der Katalog 1984 erst inventarisiert wurde. Und Rothschild war natürlich jetzt der bekannteste Fall. Das war der allererste Fall, der 1998, das heißt Anfang 99, vor dem Kunstrückgabebeirat behandelt wurde. Es ging da ganz klassisch um diese Zwangswidmungen nach 45. Das heißt, die Familie Rothschild musste Objekte widmen an mehrere Bundesmuseen, um den Rest der Sammlung ausführen zu können. Und insgesamt wurden damals 250 Objekte, also 1999 dann 250 Objekte aus der Sammlung restituiert. Und aus dem Kunsthistorischen Museum war das dann aus der Kunstkammer, aus der Hofjagd- und Rüstkammer, aus dem Münzkabinett, aus der Gemäldegalerie, aus der Sammlung alter Musikinstrumente und genau. Und die wurden dann im Sommer 1999 bei Christie's in London versteigert als Sammlung Albert und Nathaniel Rothschild. Albert Rothschild war der Vater von Alphonse und Louis Rothschild, zu denen komme ich dann gleich, und Nathaniel Rothschild war der Onkel. Und es gab noch in den letzten Jahren immer wieder Nachtragsdossiers aus der Sammlung Rothschild, zuletzt aus dem Jahr 2018 wurde die Rückgabe eines Objektes aus der Albertina empfohlen. Und ich selbst bin ja auch schon seit einigen Jahren mit der Rothschild-Sammlung konfrontiert. Und da geht es um die Luster in der Neuenburg. Ich weiß nicht, ob ich da in diesem Kontext schon mal drüber gesprochen habe. Die Beleuchtung der Neuenburg kommt ja sehr spät. Also 1916 wird der Bau fertig, aber es gibt innen noch keine Beleuchtung. Das fängt dann erst 1938 an, wo dann vermutlich auch Luster aus den Rothschild-Palais dann hier aufgehängt wurden, was auch eine andere spannende Geschichte wäre.
Ja, so schaut der Katalog aus. Es sind die Objekte im Garten, Parterre, im ersten Stock und im zweiten Stock untergebracht. Es geht von Ölbildern, Zeichnungen, Skulpturen, Möbel, Porzellan. Was haben wir noch? Majoliken, Medaillen, orientalische Gegenstände, astronomische Instrumente und Uhren, Musikinstrumente und Möbel. Also es war eine sehr umfangreiche Sammlung, die wir da haben. Ja, das ich darf vorstellen, das ist Nathaniel Rothschild, der eben der Sammler war. Sein Bruder Albert hingegen übernahm die Bankgeschäfte. Auch der Bruder sammelte Kunst, wenngleich nicht im selben Ausmaß wie Nathaniel. Und beide waren auch für großzügiges soziales Engagement bekannt. Die Gegenstände aus dem Mittelalter und der Renaissance stammen oder sind vermutlich Erbstücke seines Vaters und die Objekte jüngerer Perioden hatte er dann größtenteils selber erworben. Das Handbuch der Kunstpflege in Österreich von 1893 lobte die Sammlung als außerordentlich reichhaltig und lobte es auch für die Werke niederländischer Meister und französischer Künstler des 17. und 18. Jahrhunderts. Und was man auch dazu sagen muss, dass diese Sammlung öffentlich nie zugänglich war. Das Vorwort stammt von Nathaniel Rothschild selbst und er sagt darin, dass er auch sehr großen Wert legte auf die Provenienz der Gegenstände. Und ich lese das vor. Diese Blätter enthalten erläuternde Angaben über diejenigen meiner Kunstgegenstände, von denen es mir möglich war, den Namen des Künstlers oder ihre Provenienz festzustellen. Die Objekte, über welche mir Daten fehlen oder deren Augenschein das Nähere ohnehin ergibt, sind nicht angeführt. Und insgesamt sind 349 Gegenstände im Katalog gelistet und die Auswahl dürfte von Nathaniel Rothschild selbst stammen. Und in der Forschung war auch die Existenz dieses Kataloges bekannt. Also da wird auch in der Sekundärliteratur, wurde er zitiert. Ja, nach seinem Tod, also nach Nathaniel Rothschilds Tod im Jahr 1905, erbt dann sein Neffe Alfons das Palais in der Theresianumgasse. Und damit auch die dort untergebrachte Kunstsammlung. Und gemeinsam mit seiner Frau Clarisse, die eine geborene Engländerin war, erweiterte er das Anwesen um einen neuen Seitenflügel, der Platz für die stetig sich vergrößernde Sammlung bot. Alfons studierte Rechtswissenschaften und promovierte 1903 an der Universität Wien. Und sein Bruder Louis Rothschild wurde mit 29 Jahren Chef des Bankhauses Rothschild und damit auch Oberhaupt des österreichischen Zweiges der Familie. Ja, zum Schicksal der Familie nach dem März 1938. Alfons und Clarisse befanden sich bereits seit 1937 in der Schweiz mit ihrem Sohn. Die Töchter waren dann noch in Wien und waren knapp vor jenen Märztagen 1938 in London, wo es eine Briefmarkenausstellung gegeben hat, wo auch Alfons seine Briefmarken zeigen wollten. Sie sind dann sofort in die Schweiz zurückgefahren und Louis Rothschild wurde am Tag des sogenannten Anschlusses am Flughafen Aspern aufgehalten. Sein Pass wurde ihm abgenommen. Er fuhr dann noch zurück in sein Palais und wurde dort am nächsten Tag verhaftet und war dann über ein Jahr lang in Haft im Hotel Metropol, also in Gestapo-Haft am Mortzienplatz. Und hier ein Bild aus dem ersten Stock vom Palais Nathaniel Rothschild in der Theresianumgasse. Und wir sehen hier ein Bild, das dann die Besucher des Kunsthistorischen Museums dann kennen dürften, nämlich den Grafen Sinzendorf von Rigaud. Und der wird dann auch im Katalog genannt als Nummer 56 mit dem Hinweis, in dem reich geschnitzten Originalrahmen aus vergoldetem Holz und Versteigerung Feste Tschitsch. Das Bild wurde dann auch nach 1945 zwangsweise gewidmet im Gegenzug zur Ausfuhr der restlichen Sammlung.
1999, dann nach der erfolgten Rückgabe an Bettina Loren-Rothschild, die Tochter von Alphonse und Clarisse, hat sie jedoch dieses Porträt gemeinsam mit einem Zeremonienstab, den man hier jetzt nicht so gut sieht, dem Kunsthistorischen Museum geschenkt. Und das Bild hängt heute in der Gemäldegalerie. Ich habe noch zwei weitere Beispiele mitgebracht von Objekten, die in diesem Katalog von 1903 genannt werden, die in der Sammlung Rothschild waren, die dann erst 1999 nach dem Kunstrückgabegesetz restituiert wurden. Das eine ist von David Teniers, der Erzherzog Leopold Wilhelm in seiner Galerie in Brüssel, hat im Katalog die Nummer 58. Und dann ein Objekt, was lange Zeit bis 1999 in der Kunstkammer war, ein astronomisches Gerät, eine Armillarsphäre, was auch immer das jetzt ist. Ich kann es ohnehin nicht erklären. Ich weiß nur, es schaut wunderschön aus. Und beide waren auch eben in diesem Katalog von 1903 gelistet. Ja, hier noch einige Aufnahmen dann vom Palais in der Theresianumgasse. Es war ein französischer Architekt, der das Palais entworfen hat. Und hier von der Gartenseite eine Aufnahme. Die beiden Palais, also das Palais in der Theresianumgasse, wurde eben von Alphonse und Clarisse bewohnt in der Prinz-Eugen-Straße von Louis. Die wurden dann bereits am 14. März 1938 von der Gestapo versiegelt und das Vermögen wurde sofort eingezogen. Und die Einziehung des Rothschildschen Vermögens erfolgt aufgrund der zweiten Verordnung zum Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reiche vom 18. März 1938 in Verbindung mit dem Erlass des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei im Reichsministerium des Inneren und wurde später auch noch durch die 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 nochmal bestätigt. Hier zwei Aufnahmen von Louis Rothschild, der, wie gesagt, dann über ein Jahr lang in Gestapohaft war am Mortienplatz. Sein Bruder Alphonse versuchte dann die Freilassung zu erwirken. Es gab dann einen Treuhänder für die Rothschildschen Vermögen. Das war der Regierungsrat Walter Britsch, der von Göring in dieser Funktion ernannt wurde. Und es gab dann Verhandlungen zwischen den Rothschilds. Es gab noch einen dritten Bruder, Eugen Rothschild, der aber schon die längste Zeit im Ausland lebte, den Anwälten der Familie Rothschild und dann auf der anderen Seite der Treuhänder Britsch. Und diese Verhandlungen dauerten dann vom Oktober 38 bis Mai 39. Die fanden Berlin, Paris und Wien statt. Und dann gab es schlussendlich eine Vereinbarung, die am 8. Mai 1939 geschlossen wurde. Und darin wurde unter anderem festgehalten, dass das gesamte Alphonse Rothschild zustehende, effektiv im Gebiete des Großdeutschen Reiches liegende Vermögen in das Eigentum des Deutschen Reiches fiel. Und erst im Zuge dieser Vereinbarung wurde er dann entlassen. Und in diesen Unterlagen zu der Vereinbarung findet man dann auch die Korrespondenz seines Anwaltes, worin er um Hafterleichterung bittet und schreibt an den Reichstreuhänder im April 1939 und ich darf zitieren, Herr Rothschild bat dann noch um einige persönliche Vergünstigungen, wie um die Erlaubnis, sich Bücher schicken zu lassen, sich nach den Dienststunden auf den Hotelgängen und Treppen Bewegung machen und sich zeitweilig auf dem Hoteldach aufhalten zu dürfen, um in freier Luft zu sein. Herr Regierungsrat Tanzmann sicherte zu, dass diese Wünsche nach Möglichkeit berücksichtigt werden sollen. Und dieser Helmut Tanzmann war Mitarbeiter des Inspekteurs der Sicherheitspolizei. Zu diesen Vergünstigungen ist allerdings vermutlich nicht mehr gekommen, weil er dann ohnehin entlassen wurde. Und er konnte dann im Mai 1939 über die Schweiz und Argentinien in die USA emigrieren und dort heiratete er dann 1946 Hilde Auersberg. Er verstarb dann im Jänner 55 bei einem Badeunfall und am selben Tag wurde mit der Sprengung seines Palais, also wir sind jetzt 1945,
Und am selben Tag wurde mit der Sprengung seines Palais in der Prinz-Eugen-Straße begonnen und das dann zuvor an der Arbeiterkammer verkauft wurde. Ja, aber kommen wir jetzt zurück zur Kunstsammlung Rothschild und mit der Frage, was dann in der NS-Zeit damit passiert ist. Wir sehen hier Oskar Kattan. Kattan war damals Direktor der Wiener Städtischen Sammlungen und er bekommt am 22. März 1938 den Auftrag vom Magistratsdirektor, also das war der ranghöchste oder das war der höchste Verwaltungsbeamte der Stadt Wien, telefonisch den Auftrag, die Kunstsammlung zu sichten und in die Treuhandverwaltung seines Museums zu übernehmen. Und noch am selben Tag besucht er das Palais in der Theresianumgasse, wird vom Sekretär von Alfons Rothschild geführt, das war Fritz Eichberger. Und Kattan berichtete dann einen Tag später an den damaligen Wiener Bürgermeister Neubacher, und hier darf ich wieder zitieren, nach einem etwa ein viertelstündigen Rundgang, bei dem ich jedoch nicht alle von der Staatspolizei besetzten Räume betreten konnte, wurde festgestellt, dass es sich um insgesamt 10.000 Gegenstände im Werte von rund 20 Millionen Schilling handelt, worin eine in Tresors untergebrachte riesige Markensammlung und der Schmuck nicht inbegriffen sind. Das genaue Inventar der Kunstgegenstände befindet sich im Besitze der Wiener Polizeidirektion. Eine Abschrift mit den Schätzwerten verwahrt der Sekretär. Es ist ein außerordentlich wertvoller Kunstbesitz, dessen Inventur, wenn sie exakt vorgenommen werden soll, einen Zeitraum von vielen Monaten erfordert. Ende des Zitats. Kattan wollte jedenfalls diese Aufgabe nicht übernehmen, hat auch argumentiert, dass nur ganz wenige Objekte einen Wien-Bezug hätten und wurde auch kurz darauf zwangspensioniert, da auch seine Abneigung gegenüber dem Nationalsozialismus nur allzu deutlich zeigte. Ja, also der Besuch von Kattan fand am 22. März 1938 statt und in diesem Katalog von Nathaniel Rothschild von 1903 gibt es diesen Einlegezettel, wo steht, dieser Katalog wurde als einziges Exemplar vom Sekretariat entnommen und wird gebeten, diesen zurückzugeben. Und mit Sekretariat ist jetzt das Sekretariat Rothschild gemeint, unterschrieben von einem SS-Untersturmführer, wo ich die Unterschrift nicht wirklich entziffern konnte. Man könnte es als Griesler lesen und es gab auch einen Johann Griesler, der bei der SS war, jedoch zu diesem Zeitpunkt am 22. März bereits Obersturmführer und nicht Untersturmführer. Und ich habe mir dann auch seinen Gauakt angeschaut und die Unterschriften verglichen, dass die da nicht, und die sind nicht ident. Also wer dieser SS-Untersturmführer war, das konnte ich jetzt leider nicht herausfinden. Ja, und nach Kattan kommt jetzt dieser Mann ins Spiel, der natürlich hier in dem Haus keine unbekannte Person ist, Fritz Torschak, der dann nach dem Anschluss im März 1938 zum kommissarischen Leiter ernannt wird. Und der hatte dann ebenfalls Ansprüche oder stellte Ansprüche auf die Kunstsammlung der Rothschilds. Und am 5. Mai 1938 wandte er sich in dieser Angelegenheit an die Landeskulturleitung der NSDAP. Und ich darf wieder zitieren aus seinem Schreiben. Man kann auch sagen, dass alle Wiener Museen an der sachgemäßen Verwertung der Rothschildschen Kunstsammlungen interessiert sind. Es wird daher gebeten, sofort alle notwendigen Vorkehrungen im Gegenstande, insbesondere eine Kommissionierung der noch an Ort und Stelle befindlichen Sammlungsteile in die Wege leiten zu wollen. Sofern die beschlagnahmten Gegenstände in Zollmagazinen oder anderwärts sichergestellt sind, wird auf die Möglichkeit verwiesen, der Übersicht halber eine Vereinheitlichung dieses Depots durchzuführen, wofür das Kunsthistorische Museum geeignete Räume zur Verfügung stellt. Zitat Ende. Und mit diesen geeigneten Räumen war dann die neue Burg gemeint, wo dann das sogenannte Zentraldepot der beschlagnahmten Sammlungen entstanden ist. Der Hintergrund war natürlich, dass Torschak sich erhofft hat, einen möglichst großen Teil der Sammlung für sich zu bekommen, was dann aber schlussendlich dann auch nicht so funktioniert hat. Dieses Zentraldepot wurde eben in der neuen Burg errichtet. Dazu kann man auch sagen,
dass die neue Burg zu dem damaligen Zeitpunkt im Inneren noch teilweise im Rohbau war, dass die elektrischen Leitungen erst gelegt werden mussten. Und es waren dann über 10.000 Objekte dort deponiert, nicht nur aus der Sammlung Rothschild, sondern auch aus anderen beschlagnahmten Sammlungen wie von Oskar Bondi oder Gutmann. Stand zunächst unter Verwaltung des Kunsthistorischen Museums. Die Objekte wurden katalogisiert, fotografiert. Es gibt diesen Katalog der beschlagnahmten Sammlungen. Und das sind jene Objekte, die dann vor allem in erster Linie bestimmt waren für den sogenannten Sonderauftrag Linz, also für das geplante, aber nie realisierte Museum in Linz. Und ein anderer Teil hätte auch dann zur Umverteilung an österreichische Museen kommen sollen, wobei es dann auch diese Rivalität gab zwischen den einzelnen Museen. Es gab diese Wunschlisten, es gab dann die Streitigkeit untereinander, wer welche Objekte bekommen sollte. Und offiziell wurde Dvořák dann am 22. September 1938 mit der Leitung des Zentraldepots betraut. Und dann fand auch schon der Abtransport der Kunstgegenstände aus dem Rothschild-Palais statt. Und unmittelbar nach der Überstellung der Rothschildschen Kunstsammlungen in das Zentraldepot in der Neuen Burg, was ja unter Verwaltung des Kunsthistorischen Museums stand, dürfte auch der Katalog von Nathaniel Rothschild an das Museum übergeben worden sein. Es gibt dann ein Schreiben eines Mitarbeiters des Inspekteurs der Sicherheitspolizei von Helmut Tanzmann, der schon zitiert wurde, an Dvořák, worin er sagt, dass er in seinen Unterlagen jetzt noch einen älteren Katalog gefunden hat über die Rothschildschen Sammlungen und schrieb weiters, da dieser Katalog der einzige ist, der mir bekannt worden ist, bitte ich ihn sorgfältig zu verwahren. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Katalog im Zusammenhang mit der Beschlagnahme der Rothschildschen Kunstsammlung an das Kunsthistorische Museum gelangt ist, erst 1984 inventarisiert wurde und dann bei der Rückgabe der Sammlung 1999, also ich möchte nicht mal sagen, dass er übersehen wurde, sondern dass auch der eigenständige Wert des Kataloges zu dem damaligen Zeitpunkt nicht erkannt wurde, was auch ganz naheliegend ist, wenn man sich an die Objekte zurückerinnert, die damals restituiert wurden. Und ja, hier noch ein Plan vom Zentraldepot, das ich noch kurz zeigen möchte. Also zur Orientierung, hier ist Corps de Logis, wo jetzt das Weltmuseum ist und wo heute die Sammlung alter Musikinstrumente untergebracht ist, dass man alles dann die Depots für die beschlagnahmten Sammlungen. Und dieser Plan ist entstanden im August 1939 im Zusammenhang mit den Bergungen, die ja schon sehr früh eingesetzt haben. Und da sind auch schon die ersten Objekte aus den beschlagnahmten Sammlungen, sind dann auch schon sehr früh in die Bergungsorte gekommen. Das war dann in erster Linie oder in dieser ersten Phase war das dann das Jagdschloss Steinbach, was übrigens auch ein Jagdschloss der Familie Rothschild war, was dann beschlagnahmt wurde. Ja, und wie gesagt, wir hatten die letzte Sitzung jetzt am 30. März 2022. Es wurde auch ein Dossier zu diesem Katalog von Nathaniel Rothschild vorgelegt und der Kunstrückgabebeirat hat nun die Empfehlung ausgesprochen, diesen Katalog zurückzugeben an die Familie Rothschild. Ja, damit bin ich auch schon am Ende. Wieder mal viel schneller als geplant und übergebe mal an den Daniel und schauen wir mal, ob wir Fragen bekommen haben. Vielen Dank, liebe Monika. Sehr spannend, vor allen Dingen den Einblick zu bekommen, auch in eine Familiengeschichte. Es geht ja nicht nur um Werte, die gestohlen wurden, sondern es geht ja auch um persönliche Schicksale, Vertreibung, Flucht, Tod. Ich kann mir vorstellen, dass deine Arbeit auch in dieser Hinsicht hin und wieder auch sehr herausfordernd ist, weil man sich mit diesen Schicksalen auseinandersetzt. Ein, zwei Fragen darf ich vielleicht herausgreifen. Du hast es schon gesagt, der Katalog geht vermutlich an die Familie zurück. Bei wem liegt die letzte Entscheidung darüber?
Also ich habe schon vorhin gesagt, dass meine Aufgabe als Provenienzforscherin dann mit der Abgabe des Dossiers zu Ende ist. Das heißt, dass ich auch keinen Einfluss habe auf die Empfehlung und dass ich auch nicht dann betraut bin mit der Erbensuche. In dem Fall, denke ich, dürfte es auch einfach sein. Und es gibt in London das Rothschild-Archiv. Und da ist die Kommissionsleitung ohnehin schon in Kontakt und die Leiterin ist auch, glaube ich, dieser Tage in Wien und vermutlich wird dann die Übergabe dann auch jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen erfolgen. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass der Inhalt dieses Kataloges nicht öffentlich sein darf, oder? Also man darf schon das auch als Forschungsobjekt. Unbedingt. Und er war auch immer ja in der Forschung bekannt. Und ich habe es ja auch nur so stichprobenartig gemacht, um zu schauen, welche Objekte auch 1938 noch in der Sammlung waren. Und das kam mir auch ganz gut. Also wir haben auch dieses Online-Projekt, also diese Online-Edition der Zentraldepot-Karteikarten. Und da ist mir, also wie gesagt, ich habe es jetzt nicht für alle Objekte gemacht, natürlich, aber so stichprobenartig. Und da ist mir nur aufgefallen, dass sehr viele Objekte, die 1903 erwähnt wurden in diesem Katalog, dann aber 1938, 39 nicht mehr Bestandteil der Sammlung war. Also man dürfte auch durchaus noch sehr aktiv gewesen sein, die Sammlung erweitert haben, getauscht haben, verkauft haben und so weiter. Verstehe. Das heißt auch, hast du einen Überblick darüber, welche Objekte, das muss jetzt nicht im Einzelnen natürlich aufgeführt werden, aber wie viel ist hier im jetzigen Kunsthistorischen Museum gelandet, wie viel ging an andere heutige Bundesmuseen? Hat man einen Überblick darüber, wie das verteilt wurde? Du hast von Wunschlisten gesprochen. Ja, genau, also das kann man auch erst wunderbar nachvollziehen mit dieser Online-Edition. Es gab diese Karteikarten, die es in doppelter Ausführung gegeben hat. Zum einen die dann einen Satz, der im Kunsthistorischen Museum gelagert wurde und der andere Satz, der vom Archiv des Bundesdenkmalamtes verwaltet wurde, wo dann auch genau steht der Standort. Also auch, wir haben ja gesehen, beim Zentraldepot, es gab mehrere Räume. Also da findet man den Hinweis, wo das dann genau war, ob eine Fotografie gemacht wurde und ob das dann auch gleich in die Bergung gekommen ist. Das findet man, all diese Hinweise auf diesen Karteikarten. Also beim Grafen Zinzendorf zum Beispiel ist ein großes A auf der Karteikarte, die im Kunsthistorischen Museum ist. Und das bedeutet, dass er dann sofort im August 1939 in die Bergung gekommen ist, weil man die Objekte dann kategorisiert hatte in A, B, C-Kategorie. A war das Wertvollste, was dann sofort geborgen wurde. Und der zweite Satz der Karten, die im Bundesdenkmalamt verwahrt werden, da findet man dann auch die Hinweise der erfolgten Restitution. Und wir versuchen das auch zu ergänzen, auch nämlich wo die Objekte heute sind. Also es wurde ja dann dieser Bestand 1999 versteigert. Weil ich denke mir, der Weg dieser Objekte ist auch interessant, wo die heute sind. Und das versuchen wir dann auch bei dieser Online-Edition dann immer wieder zu ergänzen. Eine Frage war, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre es nachvollziehbar oder kam es vor, dass auch noch vor dem Kunstrückgabegesetz Bestände der ehemaligen Sammlung Rothschild von Seiten der Republik oder der Museen auch veräußert wurde? Oder war alles da? Nein, also veräußert wurde da nichts. Okay, das heißt, alles, was nachvollziehbar war, war auch da und konnte restituiert werden. Ja, das einzige Interessante ist bei den Musikinstrumenten, das waren insgesamt rund 70 Musikinstrumente, die dann auch gewidmet wurden. Und da finde ich das Interessante, dass von diesen 70 Instrumenten nur 4 inventarisiert wurden und der Rest verblieb als Leihgabe bis 99 im Haus, wurden aber genauso restituiert, die werden nicht berücksichtigt dann beim Kulturbericht bei der absoluten Zahl von Objekten, die zurückgegeben wurde, weil Leihgabe, da hätte die Familie zumindest offiziell die ohnehin immer zurückbekommen können, weil sich ja dann im Eigentumsverhältnis nichts geändert hat. In der Theorie zumindest. In der Theorie, ja. In der Praxis sah das natürlich ein bisschen anders aus. Meine letzte Frage ist vielleicht so insofern missverständlich gewesen. Du beschäftigst dich mit den Beständen des Kunsthistorischen Museums, was in anderen Bundesmuseen ist. Da hast du da Einblick, weißt
Aber da wird vermutlich ähnlich verfahren. Ja, na, natürlich. Also wir sind ja auch im regelmäßigen Austausch, weil wir auch ganz viele Fälle haben, die mehrere Häuser betreffen. Also ich arbeite gerade mit den Kolleginnen von der Albertina, vom Belvedere an einem gemeinsamen Dossier. Wir sind im regelmäßigen Austausch. Wir haben Showfix, die jetzt leider nur online natürlich stattfinden können. Bei diesen großen Sammlernamen ist auch klar, also wie bei Rothschild, bei Bondi, dass mehrere Bundesmuseen davon betroffen sind. Was sich vielleicht auch geändert hat in diesen letzten 24 Jahren, es ging zunächst um diese großen Sammlungen, es ging um diese zwangweise Widmungen nach 45 und jetzt haben wir sozusagen die kleineren Fälle, die natürlich ganz, ganz anders sind, wo es auch um ganz andere Sachen geht. Ich glaube, ich habe hier in diesem Kontext auch schon mal dieses Klavier erwähnt von Frieda Gerngross, was jetzt auch kurz vor der Rückgabe steht. Das kann man natürlich jetzt auch nicht mehr vergleichen mit dieser ersten Phase der Kommission. Also es hat sich in diesen 24 Jahren auch sehr viel verändert, was auch materielle Werte betrifft. Also so große Fälle wie Rothschild werden wir natürlich nicht mehr haben. Also diese Sachen sind aufgearbeitet, aber es geht ja auch um Objekte, die dann zwangsweise verkauft wurden, also die nicht beschlagnahmt wurden, aber die verkauft werden mussten, um dann diskriminierende Steuern zu bezahlen, wie eine Reichsfluchtsteuer oder Judenvermögensabgabe oder was auch immer. Eine letzte Frage. Ich habe aus deinem Vortrag entnommen, dass dieser eine Katalog, der im Archiv ist und jetzt restituiert wird, das einzige Exemplar war. Er ist ja gedruckt. Und ist das wirklich ein Exemplar, das existiert hat? Also gab es nicht mehrere, die ja auch sozusagen zu wissenschaftlichen Zwecken... Also ich glaube durchaus, dass es wirklich nur dieses eine Exemplar gegeben hat, weil ja auch die Sammlung nicht öffentlich zugänglich war. Im Gegensatz zu anderen Privatsammlungen, also es gab ja auch durchaus adelige Sammlungen, die man besuchen konnte. Und in dem Sinn kann ich mir durchaus vorstellen, dass es wirklich ein einziges Exemplar gegeben hat für den Privatgebrauch von Nathaniel Rothschild, beziehungsweise dann später von seinem Neffen Alphonse Rothschild. Vielleicht eine allerletzte Anschlussfrage. Nein, du kannst kurz mehr Fragen stellen, ich habe da nichts dagegen. Da ja bei der Beschlagnahmung und der Überführung der Gegenstände in die neue Burg, nehme ich an, wurden Listen geführt. Mhm. Ich nehme an, die gibt es auch noch. Das heißt, der Katalog selbst, dieses eine Exemplar, ist jetzt vermutlich für die Erforschung des ehemaligen Bestandes, wie du auch gesagt hast, da hat sich schon wieder was geändert, gar nicht so wichtig. Da gibt es andere Quellen, die maßgeblich. Genau, also es war eben der Sammlungsbestand 1903. Also man kann das natürlich mal als Forschungsfrage aufwerfen, dann für wer daran interessiert ist, inwieweit sich diese Sammlung geändert hat. Also wie gesagt, ich habe es so stichprobenartig gemacht und habe da gesehen, dass nicht alles, was 1903 in diesem Katalog erwähnt wird, dann auch noch 1938, 39 vorhanden wäre. Aber ich denke mal, das wäre auch eine durchaus interessante Frage, der man nachgehen könnte. Vielen Dank, liebe Monika. Vielen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, wo auch immer Sie gerade sind, die uns zuhören und zuschauen. Auch nachträglich, das wird aufgezeichnet, Sie können sich auf unserem YouTube-Channel dann auch anschauen, auch Ihnen, die Sie es dann anschauen. Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihr Interesse. Ich darf Sie dann auch noch auf die nächste Woche aufmerksam machen. Da wird Elena Holzhausen, sie ist Diözesankonservatorin der Erzdiözese Wien, über das auch nicht ganz unheikle Thema Elfenbein sprechen. Das wird allerdings nicht online stattfinden, sondern hier vor Ort im Kunsthistorischen Museum. Falls Sie Interesse haben, besuchen Sie uns hier im Haus und falls Sie die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Ich darf auch Tina Madel und Elena Alberg danken, die uns technisch betreut haben. Aber der größte Dank gilt dir, liebe Monika, für deine erneuten großartigen und sehr interessanten Ausführungen. Ich hoffe auf eine Fortsetzung. Ich bin sicher, du hast noch viel zu tun, auch wenn du sagst, dass so große Fälle nicht wieder auftauchen werden. Es sind andere Fälle, wo es auch mehr um Gedenkkultur geht und Erinnerungskultur, die aber auch besonders schön und wertvoll sind. Ja, Daniel, danke für die Einladung. Danke auch fürs Zuhören bei dem schönen Wetter.
Und ja, wir gehen jetzt raus und genießen noch die Sonne, würde ich sagen. Ihnen allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.